Tuss noch und dann bin ich weg. Ich mach jetzt ein schönes Video. Wie stürzt man eine Burg? Alter. Die werden sowas von vor uns aufkreuzen, ne? Ja, der Baum da unten ist übrigens despawned, also wir kommen jetzt da nicht so ohne weiteres mehr rein, ne? Es gibt noch ein paar Bäume. Ja gut, das ist dann auch. Sonst gibt's auch noch den Tribok. Ja, wenn du genug Steine gemacht hast. Ja, wir haben noch genug, also keine Sorge. Gut, gut. Sonst gehen wir schnell farmen. Oh, Alter! Alter! Warte mal mit dem Pfeil hinschießen und näher betrachten. Ich auch. Ja, ich muss auch. Alter, wie das aussieht! Hallo, Gott sei Dank kein Loch drin. Man kommt sogar von oben rein theoretisch. Oh Gott, kannst unten. Ich will den Turm nochmal beschießen! Dann stürzt du komplett ein. Rums. Die kotzen. Alter, wir sind so tot. Warte, ja, die wollten doch Krieg. Die haben doch gesagt, die wollen unseren Kopf holen. Ich mach mal, ich mach mal den Baum weg, dann unten. Merci. Ich wollte mich wieder gleich mal reingehen. Ich will ein bisschen looten. Mal gucken, was wir haben. Die Mauer anvisieren? Die Mauer hier unten? Ja, die untere. Ja, da. Direkt. Da gleich, wo der Baum ist. Neben dem Tor. Wie viel sagt ihr? Minus? Minus... Das sind Lockwände, ne? Ja, Lock? Ja, die erste Schicht, Lock. Ja. 3000 Schaden, ne? Sind zwei Steine. 3000 sind zwei Steine, ja. Macht zur Sicherheit vielleicht drei rein, falls dahinter noch was ist. Ja, nee. Dann korrigiere ich einfach nochmal an. So, ich schätze jetzt auf 21 Gegengewicht. Ich glaube, dann sollten wir es echt lassen, sonst sind wir echt morgen früh tot. Gehen wir erstmal rein und looten. Ja, das, das steht sich ja von selbst noch. Aha. LOL! War ein bisschen zu weit. Ach ja, stimmt, wir müssen ja jetzt die ganze, das abziehen wieder. Ich hab jetzt immer. Ja. Alter. So, vier Steine sind 8 Stück. Oh, da hat einer Baum gefällt, dass man da jetzt reingehen kann. Da geh ich doch ja, mal. Ja, nee, dass man ein bisschen was sieht. Ja, ich komme auch rein. Also der Baum ist so schräg. Drinnen ist eine Kiste, ja, okay. Ja, aber das ist eigentlich gut zu wissen. Das heißt, Raphael ist nicht unbesiegbar. Ja. Das heißt, wir kommen da durch. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Egal. Warte mal, wer braucht Pfeile? Ich. Haben wir eine Seedwork mitgenommen? Seedwork, ne. Dann könnten wir jetzt mobil noch ein bisschen mal produzieren. Da liegen Pfeile in dem Säckchen. Wer Pfeile braucht? Jojo, danke. Ja. Wow, sehr schön. Bisschen zu gering. Was sagt ihr, ein Stein plus oder zwei? Ein. Ey, da kommen noch Tripod-Schüsse her. Was? Exakt einen. Da hinten waren Tripod-Schüsse. Rechts von euch vom Tripod. Da waren Tripod-Schüsse, zwei Stück. Hä? Was vom Strand weg? Warte mal, ich guck mal in welche Richtung das war. Ich hab hier einen Baum vor mir, ich kann grad nicht sehen. Vom Boot direkt. Nee, da steht irgendwie auf der Festung. Wo bist du das? Ja, bin ich. Okay. Wenn man jetzt zu uns guckt, eigentlich fast ein bisschen weiter nach links da weg. Also ja, fast Strand war das. Okay. Alter, ja, du hast getroffen da unten. Loch drin, glaube ich. Ja. Ich guck gut, mal. Sehr schön. Du hast eine ja. Aber du kannst nicht reinkommen. Die haben eine Doppelwand. Ah, scheiße. Ein Stein plus noch ein Schuss. Wir haben nochmal das gleiche an Munition, also. Oh, hier sind 7 Kisten. Und eine hinter so einer komischen. Hier sind auch nochmal 3 Kisten. Über welchen Baum bist du rein? Also, achso, über den da. Ich seh schon. Ja, ich seh ihn. Jetzt ist er despawned. Hier oben liegen auch nochmal zwei. Weißt du, erklären uns Krieg und sind immer bei ihrer Festung, wenn wir sie angreifen. Hier oben liegen auch noch zwei. Ja, ich bin auch tot.
Vorsichtig! BTF, wie bist du da jetzt drauf? Bei mir war der Baum noch da. Kann man jetzt rein? Ne, ich hab nicht getroffen. Also, ich hab schon getroffen, aber hat nicht genug Wirkung gehabt. Also, oh, sind Scheine kaputt. Tears of Gods haben sie. Oh. Ja, die haben auch einiges hier. 2, 4, 6. Klaut ihn bitte nur das Wichtigste, was sie zum Belagern brauchen. Fuse! Die haben zweimal Fuse! Was? Die haben zweimal Fuse, Mark! Unsers. Ja, hab ich mitgenommen. Was ist Fuse? Das ist einer der seltensten Gegenstände und ich weiß nicht, wo die her haben. Was ist ein Fuse? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Das ist eine Zündschnur, damit kannst du dieses explosive Fass machen. Mhm. Wenn es wieder reingepatcht wird. Oder das, was 9000 Damage macht. Alter, die werden richtig ausrasten jetzt. Jetzt ticken die richtig aus, wenn wir denen das Fuse klauen. Und als kleine Revanche werde ich hier wohl nochmal das Crest wegmachen, wa? Nein, lass das Crest da. Na gut, dann sind wir so gnädig. Also ich habe immer meinen Spaß mit dem Trio. Oh, hier ist noch so eine Schatzkammer, so eine kleine. Wir müssten von rechts, von der Burg dort anschießen, an die Mauer. Da kommen wir dann ran. Hast du getroffen oder hast du reingeschossen? Getroffen. Mal, ob ich rein kann? Nee. Noch ein Schuss. Rechts an der Burg müsste der. Ja, denke ich. Wenn du genau da hinzielst wieder, dann könnte es sein, dass wir raufkommen, ja. Alter, wie viele Betten die hier haben? Wie viele denn? Vier oder was? Wir haben in der oberen Etage 6 Betten und unten haben sie auch noch eins. Die haben 7 Betten insgesamt. Hier ist der offen. Hier ist der offen, ihr könnt da rein, oder nicht? Nee, das geht sich nicht aus. Oh, ist ziemlich tief. Da unten ist noch so eine kleine Schatzkammer, da muss man gucken, wie man da reinkommt. Also Holz dieses Holz, warte mal, wie viel Schaden nimmt das? 3. Jetzt bist du durch. Bist du durch. Kommen aber nicht dran. Das Holz nimmt 3500. Ah ja, jetzt bin ich dran. Ja, 3500 Damage, ja, das dauert ein bisschen, muss das... Nee, hab schon. Guck, ich mich hier hinstellen kann. Die Gefährten. Oh, der letzte Schuss wird jetzt der Gnadenschuss für die Festung. Was sie zur Belagerung brauchen, ist Ballista-Bolz und Ballista selbst nehme ich mit. Lockpick nehmen wir natürlich auch mit. Wo soll ich denn das wohl? Den Arschfisten, ne? Battle Crash. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall weiter zusammenhalten, wenn der von uns angegriffen wird. Und? Bam, Junge! Oh man, wieso ist mir so kurz geflogen? Ich hab doch genau das hat nichts, berechnet. Nicht viel gebracht. Ach so, ich hab einen Stein zu viel reingemacht. Eine Kugel zu viel. Oh man. Deswegen ist er nicht so weit geflogen. Ich dachte, jetzt spreng ich das ganze Dach weg, aber ich habe nicht mit einem bedacht, dass ich noch eine Kugel dabei zu hatte. Wo ist noch eine Schatzkammer, meint ihr? Rechts hinten, in der Ecke. Wir müssen auf jeden Fall deren Siege-Works kaputt machen. Es ist schon kaputt, habe ich mit dem Katapult getroffen. Oh ja, gut, dann hat sich das auch erledigt. Rechts hinten, wo? Das, hier, hinter der Dings. Ja, da müssen wir rein. Da wäre jetzt das Explosiv fast ganz gut. Ich hab den Tribok abgebaut. Die haben keine Steine mehr dafür. Mach den rechten Block. Der rechte obere Block wurde schon angeschlagen. Von der Tür. Am besten nicht auszuschlagen, sondern stechen. Hey Battlecrash, gib mir mal einen Fuse, ich möchte mal sehen, wie das aussieht. Ja, warte. Am besten nach vorne schlagen. Wenn man nach vorne schlagen können, mehrere mit draufschlagen. Ah, das ist tatsächlich so ein Seil, okay. Ja, nimm mit. Achso, ja, nimm ich das. Tu mal scrollen. Nimm das Schwert, das macht mehr Schaden. Blood, Firewater. Die haben Probleme mit den Firewater. Die haben das Firewater nicht aufgetrieben bekommen. Sonst hätten sie auch so ein Fass gemacht. Ja. Aber die werden uns jetzt richtig hassen damit. Weil wir die jetzt das Fuse geklaut haben. Kommt mal mit dem Schwert her, tut mal immer hochscrollen. Also pieksen, reinpieksen in das oberste rechte.
bin bei 200 Schaden gerade. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Der Fluss kann ja von hinten kommen. Ich bin bei 100. 200 bin ich. Auch mal 300. Ich bin bei 500 gleich. Also zu dritt sollten wir das nicht durchführen. Die werden uns so hassen. Aber das ist eine doppelte. Dahinter ist nämlich nochmal einer. Eine Wand, glaube ich. Ach, da kommen wir durch. Nee, ist da, da ist keine Wand. Das sieht nur so aus. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall den unteren Block nachher auch noch machen. Wieso, wir können doch von hier vielleicht schon auf die Thron zugreifen. Oh ja, das ist möglich. Und bei 700? 400. 500. 600. Oh, das dauert nicht mehr lange, dann ist er abgebaut. Und dann nur noch das untere und dann sind wir durch. Mal gucken, was die da so drin haben. Ich lache ja, wenn die Kisten da drin leer sind, ne? Ah, umsonst. Jetzt, ja, man kann nicht zugreifen, ne? Müssen wir unten auch noch. Oh shit! Ich hab's halt zugeschlagen. Egal. Ja, aber eigentlich zählt das doch jetzt gerade als Einbrechen, oder? Weil niemand ist in der Festung drinne. Es ist aber jemand auf dem Server. Ja, von denen. Ja, da ist einer online. Und die haben uns den Krieg erklärt. Im Endeffekt deren Problem. Und außerdem töten wir sie ja nicht im Schlaf. Ja. Also ich finde das okay, was wir hier machen. Die machen das doch eh nicht anders. Du bist Server-Admin. Also wenn du sagst, das ist okay, dann ist das so. Ja, die haben uns den Krieg erklärt und wenn da einer danach direkt aufgeht, ist es ja nicht unser Problem. Ich meine, da ist noch einer von denen auf dem Server, also muss man davon ausgehen, dass die uns dann auch angreifen. Wenn der einen Tribock macht. Pass auf, der steht schon vor eurer Haustür. Drei Schichten das? Von dem besten Stein, also das sollte erstmal ein bisschen halten. Wenn ich das jetzt so sehe, sollten wir sogar drei vielleicht machen. Was, drei? Drei Schichten von dem besten Stein. Über 600. Vielleicht außen noch einen hinzufügen, so vier Schicht. Oh, sorry. Also ich bin bei 6700 jetzt, Leute. Jetzt. Stopp. Nix. Ah doch, links war was drin. Da ist eine Rüstung drin, aber sonst nix. Eine Stahlrüstung und ein Stahl-Zweihänder. Eine Axt. Was ist sonst so noch da? Das hat echt überhaupt nichts gebracht. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dass sie eine Kiste gesaved haben? Hier dahinter. Hier hinter dieser Holzwand. Der ist bestimmt hohl. Wollen wir es austesten? Warte mal, ich kann mal gucken. Ja, hier ist ein hohler Raum. Hä, aber Leute... Da ist aber nichts drin. Wir können auch von oben zuschlagen. Hier, gucke mal. Du kannst an der Seite stehen. Wenn du nach... Ich weiß. Aber... Hinten scrollst, schlägst du rein und du siehst nichts. Schlag mal nach... scroll mal nach hinten. Siehst du das? Ja, ich weiß nicht. Du kannst auch so seitlich an der Wand stehen, dann siehst du es auch nicht. Wenn du in Third Person bist. Mhm. Da ist nichts drin. Komm, let's go. Wir haben unseren Sieg. Ja. Weißt du, hier ein Zentimeter daneben die Tür, hier so ein riesiger Einschlag. Ich find's ein bisschen schade, dass die Trümmer so schnell weg gewesen sind. Ist sonst noch irgendwas dran im Turm vielleicht? In der Hütte hinten. Aber ich kann euch 100% sagen, wer pisst sein wird. Hauptsache der Turm ist offen. Okay. Alter, wir müssen richtig viel Stein farmen, Battlecrash. Damit wir richtig viel Munition für den Tribock haben. Müssen wir auf jeden Fall. Weil das jetzt gerade, du siehst ja, die Festung ist zum Großteil noch da. Ich habe mich hier durch die Mauern durchgesprengt. Ja, du willst sie ja nicht ganz wegmachen, wir wollten da jetzt auch gerade nur einbrechen. Ja, was? Aber wenn wir mal totalen Vernichtungskrieg führen, dann... Wir müssen das hier oben wieder abbauen. Die ich finde, das ist auch noch echt human, was wir jetzt gemacht haben. Ich meine, irgendwie kann man das schon reparieren.
Naja, Fuse, das ist echt so ein... Dass sie sogar zwei davon haben, habe, hätte ich nicht gedacht, ne? Da hatten die wohl richtig Lack gehabt. Deswegen werden sie uns auch echt hassen. Die werden locker bei... Ey, wollen wir das bei Raphael hinlegen? Und dann sagen die, Raphael ist da eingebrochen. Dann rasten die richtig aus. Die greifen ja die Königsburg an. Und wenn da Torm und Lennart mit ihrer Peitsche ankommen, dann... Ja, das wird wohl nix. Ja, ich kann die Plattform nicht mit abbauen, tut mir leid. Ich habe keine Blöcke platziert von der. Ich hab meine, ich hab meine schon abgebaut. Ich hab nur produziert. Die können das Holz so ja benutzen, um... Können sie ersetzen und dann abbauen. Ja, nee, das sieht scheiße aus, lass doch mal abbauen. Ja gut. Die Workbench würde ich auch mitnehmen, das sieht hier irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Ja, ja, ich nehme die Workbench mit. Boah, das sieht schon echt übel aus mit dem Loch da. Ich schmeiß sie jetzt hier weg.